Hallo, hier ist Papa Schlumpf und der Fauch stellt jetzt euch die Schlümpfe vor. Juhu! Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Fauch 82 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video. Und wie der kleine Papa Schlumpf schon gesagt hat, heute stelle ich euch das schöne Steelbook von Die Schlümpfe vor, das verlorene Dorf. Ja, der erste Film, der jetzt nur animiert kam, denn die Schlümpfe 1 und 2 waren ja eben mit echten Menschen in der Realverfilmung und hat mir zwar ganz gut gefallen, aber die normalen Animationen gefällt mir doch wesentlich besser. Aber auch unter diesem Steelbook ist eine dunkle, tiefe, böse Wolke. Denn auch hier haben wir wieder einige Probleme mit Kratzern. Und der liebe Julian von Julians Filmeversum hat dieses Steelbook auch schon zu Hause und hat festgestellt, dass dieses Steelbook auch dieselben Dellen drin hat, wie auch schon Liv, dann hier Undisturbed 4, glaube ich, es auch immer heißt, und auch Fast and the Furious 8. Das Steelbook, was so aussieht, hat der liebe Micha von Michas Filmwelt vorgestellt. Hat sich auch darüber tierisch aufgeregt. Wie gesagt, ich habe mir das auch, ich habe mir das andere geholt vom Mediamarkt in dieser großen 8. Hat meine Frau mir leider verkehrt gekauft, habe ihn umgetauscht, aber da war kein Kratzer drauf. Aber da ich ja eben die Edition von Filmrinder bekomme, habe ich mir bloß die Amabel geholt. Langt auch völlig. Aber nichtsdestotrotz, hier geht es erstmal um die Schlümpfe. Und ich finde es einfach wirklich eine Frechheit, was die großen Labels mit uns hier machen. Erstmal hier keine 3D-Steelbook dabei, sondern nur die 2D-Version. Wie immer, ich könnte da immer echt kotzen. Man zahlt dafür 22,99 € für dieses schöne Steelbook und hat erstmal noch eine Delle drin. Und auch noch die 3D-Version fehlt. Ich könnte immer kotzen und deswegen boykottiert es jetzt auch. Ich kaufe von diesem Film jetzt auch nicht die 3D-Version. Denn irgendwann muss auch hier mal Schluss sein. Die sollen eigentlich mal merken, okay, so kann man mal weitermachen. Und das mit den Dellen ist einfach ein Unding. Und dazu gleich mal mehr. Wir machen jetzt einfach mal auf. Der Film geht 90 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben. Und denke mal, diesen Film werde ich mir mit meiner kleinen Emma mal angucken, mit meiner Frau mal gucken, wie der so ist. Habe ich leider noch nicht selber gesehen. Und als Extras gibt es hier wirklich einiges. Dazu halte ich einfach mal in die Kamera rein, um das euch mal durchzulesen. Und auch diesen komischen Film, Emoji-Film, der soll ja extrem schlecht sein. Da lass einfach mal die Finger mal davon. Und dann noch das verlorene Vorsprechen, 4 gelöschte Szenen. Auf den Film bin ich schon sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich mache einfach mal das Steelbook auf. Das Steelbook gefällt mir richtig gut. Ist extrem hoch, ein Hochglanz-Steelbook, wohlgemerkt ist das. Ja. Und dann machen wir hier die Banderole ab. Und ja, man sieht auf jeden Fall diesen, sieht man auf jeden Fall. So, wir haben jetzt hier eben das Steelbook, was so ausschaut. Finde ich mal richtig cool. Denke mal, es könnte der Schlaubi-Schlumpf sein. Das Steelbook ist komplett glänzend gehalten. Hat keine Prägung, aber eine Prägung hat es trotzdem, nämlich diese hier. Man sieht es vielleicht nicht unbedingt jetzt sehr, aber es ist trotzdem nervig. Wo ist es denn jetzt? Hier ist es. Hier ist diese Delle. Und das ist natürlich schon extrem ärgerlich. Und wie gesagt, überall sind diese Delle überall gleich. Also bei Liv und wie es auch alle heißen. Also es ist schon echt extrem nervig. Wir haben leider keinen Titelschriftzug drauf. Auch sehr schade. Aber ich finde, das Steelbook passt so perfekt. Dafür haben wir hier ja, Pecho und auch hier Animation. Das hätten wir dann auch noch weglassen können. Warum das jetzt hier draufsteht, keine Ahnung. So ein Schwachsinn. Also wenn dann auch gar auch komplett ohne Text, aber gut, das muss man natürlich hinschreiben, weil es ja auch die Firmen sind, die es ja auch gemacht haben. So, hier eben dann das Bein. Hier finde ich es auch schade, dass hier die englische Version von ja, Smurfs gemacht haben, The Lost Village. Ja, warum nicht das deutsche hier, die Schlümpfe, das verlorene Dorf? Wahrscheinlich Kosteneinsparung wieder. Ne? Und hier unten eben dann das Sony-Logo. Und das Backmotiv finde ich ja mal richtig geil. Und das schaut so aus. Wirklich ein richtig schönes Steelbook geworden. Macht wirklich was her. Schaut wirklich erstklassig aus. Und freue mich auf jeden Fall jetzt auf diesen Film anzugucken. Denn das schaut auf jeden Fall schon mal sehr, sehr witzig aus. Ja, innen drin haben wir dann die 2D Blu-ray Disc.
Die schaut so aus und dann hier den digitalen Code. Und dann haben wir noch ein richtig tolles Innenmotiv mit den Schlümpfen drin. Also wirklich richtig erstklassiges Teil. Ja, wie gesagt, richtig schöne Edition. Steelbook zumindest, bis auf diesen komischen Kratzer. Und dass die 3D-Version fehlt. Das sind die einzig wirklich großen Kritikpunkte hier bei diesem Steelbook. Ansonsten ist es wirklich ein sehr schönes gemachtes Teil. Fällt mir richtig gut. Und ja, das war es schon mal von dem Steelbook von Die Schlümpfe. Und natürlich hier dann noch Fast & Furious 8 in der Amoray. Auch hier könnte ich kotzen. Der Director's Cut nur als digitale Kopie. Ich brauche keine digitale Kopie. Ich möchte es als Datenträger haben. Und jetzt eine Scheiße. Ich bin ein altmodischer Mensch. Ja. Okay, genug geschimpft. Trotz alledem, das Steelbook finde ich richtig cool. Und macht was her. Und jetzt bin ich auf diesen Film gespannt. Und ja, das war's von mir mit dem Steelbook-Unboxing von Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Kostet 22,99 € bei unserem Mediamarkt. Vielleicht gibt es auch günstiger, umso besser ist es. Und man sieht es auch schon in der Folie drin, auch beim Mediamarkt direkt gucken, wie schlimm denn diese Kratze ist. Bei manchen ist es stärker, bei manchen ist es schwächer. Ich habe jetzt noch Glück gehabt und vielleicht kann ich es auch irgendwie ausbügeln, dass es ein bisschen weg ist, dieser Kratze, aber trotzdem extrem ärgerlich. Ja, das war's von mir und bis demnächst, euer Fäusen80, tschüss mit Ö und Piep.